So, und damit begrüße ich euch zu diesem Streamerino. Wir werden heute ein bisschen auf Monsterjagd gehen oder beziehungsweise Monster werden mich jagen gehen. Das ist da ja immer so ein bisschen die Frage. Wir haben im letzten Stream einige Rüstungen beziehungsweise einige Rüstungssets von verschiedenen Monstern gefarmt. Und haben ja jetzt inzwischen alle Rüstungssets bis zum Rüstungsset des Juratodus, mit Ausnahme der des Kuluja Q, glaube ich, denn für diesen benötigen wir noch eine spezielle Flugdrachenhaut, die wir bis jetzt noch nicht bekommen haben. Heute werden wir ein bisschen an Nebenquests weitermachen. Davon haben wir nämlich einige bekommen, nachdem wir mit dem Sora Magdaros in der großen Schlucht gekämpft haben. Und würden jetzt sozusagen ein bisschen im Abenteuer weitermachen. Danach werden wir allerdings ja weiter ein bisschen auf Monsterjagd gehen und einfach ein bisschen weiter nach diesen suchen. Ihr seht das Spiel jetzt schon, ihr hört das Spiel jetzt schon. Ich drücke eine beliebige Taste, drücke auf Spiel starten, erstelle wie immer mit der guten IFA eine wunderbare Online-Sitzung. Und dann spielen wir weiter. Wir werden natürlich weiterhin jede Mission alleine spielen. Das ist ja außer Frage. Und ich würde sagen, wir fangen heute mit einer Mission an, die wir letztes Mal bekommen haben, die wir so Hey, ähnlich Partnerin! Tatsache Gehen sogar wir auf schon eine gemacht haben. Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Nein, wir gehen nicht zum großen Schluss. Wir gehen nicht zur großen Schlucht. Da habe ich gerade keine Lust drauf. Sondern, warum soll ich zur großen Schlucht gehen? Bitte? Ja, guten Tag, guten Hey, Tag. Partnerin! Komm, Partnerin, gehen wir auf eine Expedition in die große Schlucht. Ui, ich krieg eine Gänsehaut. Aber warum sollten wir das denn tun? Also, ich wollte gerade sagen, wir haben diese wunderbare Quest abgeschlossen. Und haben wir keine Hauptquest gerade. Hätte ich mich jetzt auch gewundert. Aber wir haben optionale Quests. Und zwar einmal erjage einen Raffian. Und nur das Gelbe im Ei. Und wir fangen mit nur das Gelbe im Ei an. Das wird unsere erste Mission heute werden. Und dort müssen wir zwei Vivan-Eier liefern. Die sind in Gebiet 5. Ist das das Symbol dafür? Wenn ich jetzt wüsste, ob das das Symbol dafür ist, ne? Das könnte halt das Symbol sein. Ich weiß es aber nicht genau. Ich würde sagen, wir starten deswegen einfach mal in Gebiet 5 auch? Nee. Ich weiß nicht, ob das halt diese Eier sind. Keine Ahnung. Wir starten einfach in Gebiet 1 wie immer. Und let's go. Dann kann nämlich der wunderbare Koch hier ein bisschen mehr für uns tun. Nein, wir gehen nicht zur großen Schlucht, sondern wir gehen zu unserer Karriere als Eierdieb.
Wenn ich jetzt nur noch mal wüsste, wie das funktioniert alles, ne? Dann könnte ich das wahrscheinlich auch super toll machen, aber wir versuchen das einfach mal. Mal gucken. So. Wo könnten die Eier denn sein? Das ist immer so eine gute Frage eigentlich, ne? Habe ich jetzt noch nicht so gefunden. Ein Nest wirklich. Oder? Doch, das müsste da hinten sein, wo wir immer gegen den Puke Puke gekämpft haben. Nee, doch. Der Kampf war auch hier. Aber auch gegen den Kuluyaku haben wir ja auch gerade besonders hier hinten gekämpft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier hinten dementsprechend auch das Nest mit den Eiern ist. Ne, da unten war das nicht. Das wüsste ich jetzt, hoffe ich. Ich glaube, das war hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich gestehen. Oh Gott, hier sind einfach schon mal Fußspuren von einem Raffian, den wir ja später dann auch erledigen müssen. Und die können wir auch mal eben alle sammeln. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr erforscht von dem Guten. Wir müssen ja vielleicht nicht unbedingt zu ihm laufen. Wenn wir denn das Nest hier finden. Aber ich finde das Nest hier nicht. Jo. Dann gehen wir jetzt auf Nestsuche. Denn irgendwo muss es ja sein, ne? Oder ist das Nest da, wo wir den Puke Puke wirklich besiegt haben? Also da oben, da war ja auch irgendwas. Das haben sie ja nicht ohne Grund dahin gemacht, wo der sich auch hin zurückzieht. Dann frisst er ja, glaube ich, auch Eier. Müsste ja dann hier sein, ne? Aber hier sind keine Eier. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Ich habe eigentlich gedacht, dass hier oben mit so einem Eierding ist, aber okay, gut. Dann ist hier kein Eierding. So. Wo könnten die denn noch sein? Wo jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade der Große ist. Ich muss bestimmt zu dem fetten Ding hin, oder? Spiel, mach nicht diesen. Ja, hi Leute, wisst ihr, wo hier Eier sind? Nein? Schade. Hui! Ja, komm, wir können nicht hinterherlaufen. Waren bei dem Tobi Kadachi-Eier?
Ich habe halt einfach voll keine Ahnung, ne? Kann ich auf die Karte gucken? Vielleicht sind hier irgendwo Eier eingezeichnet. Zum Sammeln. Das bedeutet, genau das brauche ich. Das sind die Pilzkolonien. Das sind die Beeren. Also ich kann mir zum Beispiel voll, also ich kann mir zum Beispiel nur, eigentlich nur vorstellen, dass es jetzt hier ist, ne? Das ist das Blumenbeet, da finde ich das aber auch nicht. Das ist Efeu. Nee, für die Schleider ist es auch nicht. Fein und um. Einheimisches Lehm. Hilft mir halt auch nicht, ne? Was haben wir hier noch? Kleine Monster. Große Monster. Was sind denn kleine Symbole? Keine Ahnung. Ja, ich sag mal so, das ist natürlich jetzt besonders doof, weil ich natürlich jetzt überhaupt nicht weiß, wo hier diese Eier sein könnten, ne? Dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Und zur Not muss ich die Quest halt nochmal abbrechen, weil ich nicht weiß, wo ich die Eier herbekomme. Dann müssen wir den erst, ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich würde gerne noch mal nach oben gucken im Wald. Oh. Weil das sieht jetzt auch nicht danach aus. Ja, wenn ich in dem Förderplatz schon vorbeilaufe, ne? Erz kann ich aber nicht liegen lassen. Und hey, wir haben schon mindestens ein halbes Ei transportiert. So, mehr oder weniger. Also eher weniger, aber. War hier nicht irgendwo. Oh, komm, lass mich doch in Ruhe, bitte. Aber sie führt mich zu Eiern, dann ist es okay. War hier nicht auch irgendwo so ein Rückzugsort von dem einem Typ sie da, den ich auch schon gejagt habe. Vielleicht war der auch weiter oben. Wir suchen einfach mal, mal gucken. Irgendwann werden wir die Eier finden. Das ist genau wie wir die einzigartigen Pilze so ewig gesucht haben. Ich erinnere mich daran, das hat auch ewig gedauert, ja. Das war so nervig. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden, ne? Nee, Crowd brauche ich jetzt nicht. Ah, guck mal, da hinten. Hier sieht doch, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber keine Eier. Bringt also nicht so viel.
hier mal. Hier ist halt auch kein Ei, ne? Och Mann, nu. Ja, wo sind denn die Fußspuren? Dann analysieren wir die Fußspuren. So dass ihr mir schön anzeigen könnt, wo der gerade ist. Wo haben wir den Vogel denn? Wo macht der gerade Urlaub? Ja, genau da, wo ich vermutet habe, macht der Urlaub, aber da ist halt nichts. Außer ein Blumenbeet. Brauche ich nicht. Raue Eier. Also, die von einem Vivon. Aber dafür muss ich die erstmal finden. Wo sind denn die? Wo könnten die sein? Es kann doch nicht so schwer sein hier. Das Zeug zu finden, oder sind die in dem? Oder sind die hier in der Höhle irgendwo? Ich habe doch keine Ahnung. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Hi Schwein. Weißt du, wo Eier sind? Kannst du mich zu Eiern führen? Pilzkolonien brauche ich nicht. Quetschen wir uns mal hier durch. Das ist Honig. Dann sind wir wieder hier und können wieder fördern und Förderplatz. Ach Manu! Wo ist er denn jetzt gelandet, der Gute? Hier, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier oben zu Gebiet 12, wenn er da doch gerade landet. Mal gucken. Vielleicht hat er da ja einen Nest. Ich meine, irgendwo muss ich ja sein. PS geht ja super los. So. Achso, nicht, wo komme ich nach oben? So gut, jetzt ist er auf jeden Fall schon mal hier. Hier bringt mir aber nichts, weil hier sind keine Eier gewesen. Hier lang so. Ja, guten Tag, guten Tag. So, hier war der Gute ja eben auch. Ja, das, ich weiß, dass er hier war. Aber. Sind hier die Eier, ist die Frage. Ne, hier sind auch keine Eier. Ey, komm, bitte lass mich nicht euch kaputt machen. Ich will euch nicht kaputt machen. Ich habe halt keine Ahnung, wo die sind, ne? Ach, das ist doch wie Ostern, eher.
ich auch mal nichts. Kann mir nicht irgendjemand hier mal. Hä? Ja, geh mal runter. Aber hier war ich doch schon. So, hier ist aber definitiv kein Nest und keine Eier. Guck mal, er ist auch schon wieder hier. Das ist zwar nicht gut, aber... Vielleicht habe ich mich hier auch einfach nicht genug umgeguckt. Ich meine, das muss ja irgendwo hier dann sein. Sonst wäre er ja nicht andauernd hier. Boah, diese Quests, die machen mich richtig fertig. Bin ich schon achtmal dran vorbeigelaufen an den Eiern einfach? So, das kann ja auch sein. Aber... So, wo fliegt er dann hin? Hier hin? Okay, wenn er hier auch sein könnte. Dann soll er mich meine Fliegerinos mal nach dahin bringen, bitte. Weil vielleicht ist dort ja sein Nest. Wir gucken jetzt einfach, wo er hinfliegt und verfolgen ihn. Im Optimalfall ohne, dass er uns sieht. Die Fußspuren sind mir jetzt mal egal. So, jetzt darf der gerne weg. Komm schon, du darfst wieder wegfliegen. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon mal war. Ja, also hier war ich definitiv schon. Aber hier ist auch nicht der Ort, an den ich hin wollte. Wo war der denn dann hier? Jetzt ist er da. Toll. Dann
gehen wir erst nochmal nach hier hin. In der Hoffnung, dass ich was finde. Nicht. Wo war der denn hier? Ja, der war doch hier unten nicht. Jedenfalls war er eben hier. Gucken wir uns das mal an. Ich habe gleich überhaupt gar keine Zeit mehr, die Eier zu tragen. Weil ich die einfach die ganze Zeit suche, weil ich nicht weiß, wo die sind. Richtig nervig. Komm, geh hoch. Warum hast du denn jetzt auf einmal Ausdauer? So, hier war der Gute eben. Aber hier sind doch keine Eier von dem. Hey, Wadli. Ja. Hä? Ja, ich kann nur, eigentlich kann ich nur aufgeben, ne? Was soll ich denn machen, wenn ich nichts finde? Die können ja überall sein, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Also ich weiß immerhin, wo er sich ab und zu aufhält. Das ist ja aber auch nicht so schwer. Wo ist er denn jetzt gerade, der Gute? Ja, das ist nicht so gut. Wir gehen hier mal hoch. Ja, jetzt sind wir hier oben. Was bringt mir das, hier oben zu sein? Außer, dass der Typ sie mich nicht sieht. Vielleicht sieht er mich auch doch. Aber hier oben hat er doch auch keine Eier. Boah, dieses Spiel macht mich wahnsinnig, ne? Ja, runter da. Und dann muss ich jetzt erst gegen den kämpfen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.